Hallihallo, Hallöchen. Heute ist Freitag, der 21. Oktober und gerade eben hat es geklingelt. Was hat die Post uns gebracht? Die neue Degusta-Box. Und zwar habe ich das gute Stück hier stehen. Sie ist heute recht schwer und ich werde die jetzt mit euch auspacken. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeluckt. Ich packe die Original mit euch aus. Sie ist heute ein bisschen schwerer als sonst, habe ich das Gefühl. Jetzt stelle ich sie erstmal daneben hin, weil sonst nimmt sie mir auf dem Tisch den ganzen Platz weg. Wie immer ganz gut in Verpackung. So, den Zettel lege ich mir mal hier hin. Oh yes, jetzt bin ich echt mal gespannt. Was haben wir denn da? Ein Bold King Startset. Aha, zum Rasieren, wieder Werbung. So, dann greife ich einfach mal rein. Dann haben wir hier einmal Gallo Risotto Pronto Gourmet mit Trüffel. Gallo, das ist so ein Fertiggericht, jetzt so ein Reisfertiggericht mit Trüffel für zwei Portionen. 1,99 € kostet das. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann, oh, lecker. Chio Tortillas, 1,79 €. Wild Paprika, das essen wir sehr gerne. So zwischendurch mal die Tüte. 125 Gramm. Die Tortillas, die kommen ganz gut am Fernsehabend oder so. Jetzt weiß ich auch, warum die Box so schwer ist. Sie ist sehr getränkelastig. So, wieder rein. Haribo Lacaro Toffee mit Lakritzkern. Ich glaube, ich kenne die aus der Colorado-Box oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Aber jetzt so einzeln habe ich die noch nie gesehen. 95 Cent. Lakritz mag ich zwischendurch auch. Jetzt nicht zu viel, aber ab und an mal ein bisschen Lakritz ist schon in Ordnung, finde ich. Dann das nächste Produkt. Oh, prima, da freue ich mich drauf. Eine Alnatura Nussmischung. 3,99 €. Da ist drin, was ist denn drin? Gerade mal gucken. Cashewnüsse, Haselnusskerne, Walnusskerne, Mandeln weiß, Mandeln braun und Paranusskerne. Ja. Die passen sehr gut auch zu meiner Ernährungsumstellung. Ab und an ein paar Nüsse knabbern ist sehr gut durch die enthaltenen Fette. Das sind gesunde Fette und da passen Nüsse sehr gut mit rein. Was haben wir hier? Thunfischcreme, Bio-Olive. Okay, Follow Fish. Ein kleines Gläschen Thunfischcreme. 3,99 € kostet dieses kleine Gläschen. Wahnsinn. Ist auch bis März 2017 haltbar. Mal gucken, wer es von uns ausprobieren wird. Dann, worauf ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig freue: Omis Apfelstrudel. Eine Flasche Omis Apfelstrudel von Kendelbacher. 1,29 €. Die kommt nachher in Kühlschrank. Omis Apfelstrudel verfolge ich schon ganz lange auf Instagram. Und hier in der Gegend gibt es die Produkte leider nicht. Leider, leider nicht. Aber ich bin jetzt wirklich froh. Die kann man sogar heiß trinken. Also ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt hier in der Box habe. Da freue ich mich wirklich drüber. Also das ist mein Produkt des Monats. So, mal weiter gucken. Frégenet Légero. Ein Piccolo. Die kleine Flasche 2,49 €. Schon wieder was zu trinken. Gerade auspacken. Okay. Beck's Red Ale. Beck's Red Ale. Harmonik, malzig im Geschmack mit einer leichten Süße und 4,5% Alkohol. Malz. Also ich trinke ganz gerne mal ein Malz oder so. Aber jetzt mit Alkohol kenne ich das gar nicht. Ist mal was Neues. Finde ich cool. Cremola, der Kernige von De Boekelaer. Die Kekse kenne ich. Also das Bier habe ich jetzt ganz vergessen. 99 Cent ungefähr. Hier die, nee, Cereola, nicht Granola. Cereola, De Boekelaer. 1,29 € kosten die Kekse. Die kenne ich schon. Die schmecken auch ganz gut, vor allem beim Nachmittagskaffee, aber die werde ich verschenken. Dann haben wir hier, oh,
Von Mazzola ein Knoblauchöl. Wie genial ist das denn bitte? Ist zwar leider nur eine kleine Flasche, aber selbst diese hat wohl einen Wert von 1,09 Euro. Und von Knoblauchöl nimmt man ja auch nicht so viel. Also das finde ich jetzt toll. Vor allem ist das auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, ist das kalt gepresst? Hier steht jetzt Zutaten Rapsöl, Knoblauchextrakt, Vitamin E. Und ich finde halt wichtig, dass es Rapsöl kalt gepresst ist, wegen den Transfettsäuren. Ja. Und dann haben wir, ich muss wieder auspacken, ausschneiden, wieder ein Getränk. Also wirklich sehr Getränke- und flaschenlastig. Kellerbier von Franziskaner. Die Flasche kostet ca. 80 Cent. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich denke mal, die werde ich auch verschenken. Dann haben wir das Produkt des Monats von der Degusta-Box und zwar von Lindor. Die sind super lecker. Also Lindor-Pralinen mag ich wirklich gerne. Und das sind jetzt welche mit Orange. Die kenne ich überhaupt nicht. Die sind auch neu laut Verpackung. Steht oben drauf, neu. Wie viel ist drin? 3,99 Euro, 137 Gramm. Also das sind schon ein paar Kügelchen für 3,99 Euro. Da bin ich auch mal gespannt, wie die schmecken werden. Und das war der Inhalt von der Degusta-Box Oktober. Hier hinten haben wir noch ein paar Rezepte drauf. Karamellisierte Nüsse mit Meersalz und Zimt. Hört sich sehr lecker an. Nusskernmischung haben wir da, Zucker haben wir da, Wasser haben wir da, Zimt haben wir da, Vanillezucker haben wir da, Meersalz haben wir da. Ich glaube, das können wir auch ausprobieren. Dann Thunfischcreme auf frischem Bauernbrot, 1 Kilo Mischmehl, Salz, Brotgewürzmischung, Hefe, Wasser und die Creme. Ja, könnt ihr mal gucken. Das ist dann hinten drauf. Und hier haben wir nochmal die ganzen Produkte inklusive Beschreibung. Die Degusta-Box war diesen Monat okay. Also ich bin gespannt, wie diese Lacaro schmecken, denn ich mag, wie gesagt, ganz gern Lakritz. Die Lindor, das sind mit Sicherheit leckere Pralinen. Für mich ist noch super die Nusskernmischung und für meinen Mann wird mit Sicherheit die Tortilla-Chips lieben. Und wie gesagt, am allermeisten freue ich mich über Omis Apfelstrudel. Also das ist wirklich gerade so mein Favorite-Produkt aus Apfelsaft mit Zimtaroma und der kommt gleich im Kühlschrank. Ich bin so froh, dass der dabei ist. Wirklich, ohne Mist. Finde ich gut. Ja, also die, das ist meins. Definitiv. Ja, das war jetzt die Degusta Oktoberbox. Wie hat die euch gefallen? Gibt es ein Produkt, was ihr überhaupt nicht mögt, was jetzt so in der Box drin war? Oder gibt es eins, was ihr jetzt besonders gerne mal probieren wollen würdet? Oder sagt ihr, die Box hat mir diesen Monat überhaupt nicht zugesagt? Also ich finde sie, sagen wir mal, das ist yay, das ist nay. Und ich finde die Box okay. Also sie ist jetzt nicht super schlecht. Sie ist aber auch nicht die beste Box, die ich je hatte. Und wie gesagt, hier von den ganzen Produkten sind drei, die mir wirklich super gut gefallen. Und der Rest, naja, okay halt. Man kann ja nicht immer alles haben, das einem passt. Also jeder hat eben auch einen anderen Geschmack. Gibt es hier irgendwas, was du gerne essen würdest? Die Chips. Die Chips, ha, ja, das war ja klar, die Chips. Dann kriegst du die Chips. Dann kriegt der Opa die Kekse. Und das Bier. Denke ich. Mal gucken. Wir werden die Sachen schon ordentlich aufteilen. So, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen, egal wann ihr das Video schaut. Wenn euch die Box gefallen hat, ich verlinke euch mal den Link zur Degusta-Box unten in der Infobox. Da könnt ihr euch eventuell auch ein Abo der Box sichern. Das ist die erste Box. Könntet ihr über einen Code von mir auch etwas günstiger kriegen. Ich muss da nochmal genau gucken. Ich schreibe euch das aber alles in die Infobox rein, falls ihr Interesse habt. Schaut vorbei und bestellt euch auch eine Box. Ja, das war's dann jetzt von mir mit der Degusta-Box. Und ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann!